Hallo und willkommen zurück zur 47. Folge des Let's Play Civilization 3. In der letzten Folge hatten wir Halt gemacht, kurz bevor die Endrunde, also die Runde begann, in der das erste Raumschiff gestartet ist. Wir haben jetzt 1995, also in der letzten Folge hatten wir 1990 am Anfang. Ist nicht gar nicht mal so viel Zeit vergangen und jetzt beginnt die nächste Runde. Die beginnt auch erstmal damit, dass wir ein bisschen warten können. Hier ist die Kathedrale fertig. In Berlin. In Berlin ist inzwischen alles fertig, so wie ich das sehe. Hier gibt es einen Solar Plant. Ein Solar Plant unten. Hydroplant. Ich weiß nicht, ob die sich noch stacken. Also das Hydroplant gibt es ja kostenlos durch den Hoover Dam. Aber ob das jetzt noch mehr bringt, quasi dadurch. Ja, keine Ahnung. Jetzt kann ich hier irgendwas anderes bauen, wie zum Beispiel nochmal einen Siedler. Durch die Kathedrale gibt es kaum unzufriedene Menschen. Nur noch den einen. Und der wird quasi total gut ausgeglichen durch die glücklichen Menschen. Civil Disorder in Hastings. Doch die Kathedrale vorhanden. Das Hydroplant ist vorhanden. Hier könnte ich ja mal drauf achten, aber es sind sechs Runden. Das mir zu merken, muss ich mir aufschreiben. Cologne hat jetzt 86, nee, 68 pro Runde Production. Gut, schauen wir mal, was wie es aussieht, wenn das Solarplant fertig ist. Der Marine und Paratrooper gibt's. Quasi genauso, nur umgedreht. Marine kann, glaube ich, auf einem U-Boot mitfahren. Hier ist soweit auch alles fertig. Dumm, die dumm, die dumm. Das geht ja auch flott mit diesen ganzen Dingern. Oh, ein Manufacturing Plant ist fertig. Das ist natürlich auch schön. Das ist doch hier eigentlich mitten im englischen Gebiet. Und hier ist nicht so viel. Wie nennt man's? Keine Ahnung. Nicht so problematisch mit dem
Mit der Korruption. Genau, Korruption nennt man's. Schon vier Städte mit Disorder. Potsdam hat jetzt auch seine Granary. Die ist auf 6 gewachsen. 6 angewachsen. Kann ich auch noch das Solar Plant bauen. Mainz dehnt nochmal den Einfluss aus. Hafen wäre nicht schlecht. Okay, Global Warming schädigt uns hier auch zunehmend mehr. Ich glaube, vier Städte waren von Unruhen betroffen. Das war alles nicht hier. Die sind ja alle super glücklich da. Schon inzwischen. Wenn ich verzählt habe, waren es jetzt drei. Vielleicht waren es aber auch schon vier. Naja, okay. Da sieht alles gut aus. Gut, dann machen wir weiter mit unseren Arbeitern. Okay, Reim ist jetzt auch angebunden. Dann wäre doch mal nicht schlecht Ruhen und Quatre mit.
aufzunehmen. Oh, Bordeaux fehlt noch. Ja, ich dachte mir doch, da waren vier. Gut. Okay, stören wir hier wen? Neumünster stören wir nicht. Richmond stören wir auch nicht. Im Gegenteil. Wenn wir aber stören, ist in New Paris. Da würden wir jetzt reinragen um zwei Felder. Meine Güte. Das ist in Ordnung. Ich denke, das ist in Ordnung. Schade, dass ich das nicht bekomme. Das hätte ich natürlich auch noch gern. Dann müsste ich aber noch einen höher gehen. Aber dann verliere ich hier nach unten wieder so viel Land. Obwohl ich hier den Streifen trotzdem verliere. Dann müsste ich eigentlich eher einen runtergehen. Und dann könnte ich hier nochmal eine Stadt bauen. Nein, nein, nein. Ich baue die Stadt jetzt hier und basta. Und ich nenne sie Xanten. Weiß gar nicht, ob Xanten so geschrieben wird, aber ich glaube schon. Sehr cool. Ja. Stadt gebaut. Brest ist angebunden. Gut, da ist ein Mech Infantry fertig. Die kann ich gleich noch eine bauen. Und auf nach Xanten mit ihr. So, jetzt kommen die automatischen Einheitenbewegungen. Und dann ist die Runde auch bald schon wieder am Ende. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich das letzte Raumschiff-Element fertigstellen. Dumm, dumm, dumm.
Ja, hier bin ich jetzt mit meiner Einheit, mit meinem Siedler. Könnte hier die Stadt bauen. Vielleicht auch einen weiter unten. Spielt eigentlich keine Rolle. Irgendwie ein Feld bleibt irgendwie immer aus. Jetzt bleibt eben das hier unten aus. Aber nicht so wild. Ich baue das Ding. Noch so ein Ortsname, der mir eingefallen ist. Ein Großteil der Felder ist leider nicht mehr. Oh, ups. Da ist es leider nicht mehr möglich. Sag schon. Da ist es leider nicht mehr möglich, was anzubauen überhaupt. Ah, es wird schon. Wird schon werden, denke ich. So, die Runde ist zu Ende. Hier ist wieder der Siedler fertig. Ich baue einfach hier auch noch eine Mech-Infanterie. Sankt Petersburg. Ist die U-Bahn fertig? Macht ruhig weiter. Ei, 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 hier schrumpft's. Die brauchen dringend Eisenbahnen, um weiter wachsen zu können. In Marseille gibt es Disorder. Auch in einer zweiten Stadt, wo ich nicht so schnell erkennen konnte, welche Stadt das war. Ja, hier ist jetzt auch alles fertig. Und zwar wirklich alles. Was soll der Geiz? Geld. Produzieren wir Geld. Es sind immerhin 9. Die Runde. Ah ja, okay. Also in diesen drei französischen Städten da direkt beieinander. Da geht's rund. Ist auch schon alles fertig. Die Stadt kann im Moment auch gar nicht wachsen. Könnte denn weiter wachsen, wenn es mehr Eisenbahnen gibt? Aber ja, bleibt mir jetzt auch nichts anderes über, als West zu produzieren. Hier ist das Hospital fertig. Das heißt, die Stadt wird weiter wachsen. Noch keine Factory gebaut. Das wird Zeit. Grozny, Flensburg sind auch betroffen. Dann werden wir mal die ganzen Unruhen beheben. Und drei französische Städte nebeneinander. Genau diese drei. So.
Rostock wächst nicht mehr. Da ist eine weitere Mech-Infanterie fertig. Ab nach Hoyerswerda mit der. Hamburg wächst zum Beispiel auch nicht mehr. Das muss alles nicht sein. Können wir mal die Felder mit Schienen ausstatten. Eine weitere Mech-Infantry. Das werden wir gleich voll machen. Jetzt frage ich mich, wie schaut's aus mit dem Rundenende? Warum habe ich noch keinen Hinweis bekommen, dass das Raumschiff jetzt fertig ist? Und was macht eigentlich dieser Siedler da im Gebiet der Amerikaner oder so? In der Dark Zone. Genau, du solltest hier mal gucken bei Rostock. Da kann man doch noch so viel Felder mit Schienen zupflastern, sodass diese Stadt auch noch weiter wachsen kann. Gibt sicherlich auch noch Möglichkeiten, wo man Städte bauen kann. Zum Beispiel irgendwie hier direkt. Komm erstmal hier rüber, lieber Siedler. Oh, da ist auch eine Straße entstanden. Städte wachsen auch nicht mehr. Gerade die sind ja hier unser Hort an Produktion. Da werden wir mal dafür sorgen, dass sie dann doch noch weiter wachsen. Oh, die Runde ist zu Ende. Was macht der hier im amerikanischen Gebiet? Wo läuft der eigentlich hin? Frage ich mich. Und von wo kommt der? Komische Bewegung. Aber hier sind eigentlich Arbeiter, von daher eigentlich alles nicht so wild. Nun gut, und was ist mit unserem Raumschiff? Was ist mit unserem Raumschiff? Wo finde ich das überhaupt? Bei, nee, das ist ja Irokesen. Mit den Irokesen habe ich den Pakt. Die Amerikaner haben doch auch einen mit den Irokesen. Na, ist doch schön. Ich werde mal die Amerikaner kontaktieren. Vielleicht geht das jetzt mit denen auch. Dann können wir hier so ein Trippelbündnis machen. Es geht nicht. Schade. So, wie sieht's aus? Science?
Okay, irgendwo gibt es die Möglichkeit, nach dem Raumschiff zu gucken und das Raumschiff zu starten. Es sei denn, das geht gar nicht, wenn man sonst schon alles fertig hat. Also wenn man eigentlich schon gewonnen hat. Das wäre natürlich sehr schade. Es gab, glaube ich, auch noch immer eine Schlussanimation mit dem Raumschiff. Hier bei Wissenschaft könnte ich mir das gut vorstellen, da ist es aber nicht. Hier kann ich mir das schlecht vorstellen und da ist es auch nicht. Da ist es natürlich auch nicht. Hier ist so ein Pünktchen dran, weil wir wahrscheinlich mit denen assoziiert sind. Hier sehe ich auch kein Raumschiff. Hier auch nicht und hier auch nicht. Kann ich nur die Staatsform ändern? Ja, schade eigentlich.